Durch das Ehrenamt gewinnen die Studierenden Erfahrungen, die sie im Studium nicht machen könnten. Der Wirtschaftsinformatiker zum Beispiel, der für eine Wohlfahrtsorganisation Caritas Diakonie eine Homepage gestaltet, erlebt in der Praxis zum einen seine Fähigkeiten, erlebt aber auch, wie notwendig seine Tätigkeit da ist. Und das ist häufig eine ganz starke Motivation, sich zu engagieren. Gleichzeitig ist auf Seiten der Hochschule dieses Engagement belohnt. Er bekommt sogenannte ECTS-Punkte dafür, also er bekommt im Grunde eine Art Note. Und das Wichtige für die Hochschule ist, dass sie damit sich noch stärker in der Region auch vernetzt. Und das ist für viele Hochschulen, denke ich, auch in Zukunft ein wichtiges Feld.